Und damit zurückbegrüßt bei Titan Quest. Immer noch ganz Oh. alleine. Ahoi. Genau. Und ich bin gerade im Überlegen, ob ich auf Eichenherz skille oder Lebensgewinn. Was hältst du davon, wenn du in die Jagd was reinsteckst? Was findest du denn bei Jagd gut? Hätte ich den Baum jetzt vor meinen Augen, könnte ich es dir sagen. Na gut. Ja. Gucken wir dann, okay? Genau. Gut, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was geskippt. Eichenherz ist jetzt effektiver. Ich habe jetzt auch mal über 1000 Leben und Jörg, wo bist du? Hab dir ein Portal gemacht und sind da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Oh ja, danke schön. Danke schön. Sehr nett, sehr, sehr nett. Ich hätte den Timer starten sollen. Meine Tiere haben hier irgendwie gleich da noch Monster tot gemacht. Wir müssten hier noch mal gucken, ob hier nicht noch Sachen irgendwo rumliegen. Ja. Und ja. Da oben liegt ein Fledermaus. Ich habe was Blaues gesehen. Hahaha, Shotgun. Ein Haarspalter, ach du Scheiße. Hier liegt auch noch was. Insignien des Wandermanns. Ja, Ich genau, einfach glaube, zwei blaue Sachen. da ich Geil. das bessere Rüstung habe, glaube ich, Wow, die hat, wow. glaube ich, nur 36, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, ja. Haarspalter ist eine Axt, ne? Aber ich Ja. glaube, die ist nicht ganz so toll. Ich Ich glaube, da guck ist gleich nochmal nach. meine Rüstung schon besser. Weil ich glaube, du kennst das Spiel eh zu 90% auswendig. Ich denke mal, es gibt keine Waffe, die du nicht kennst im ganzen Spiel. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht alle gefunden, aber schon viele. Gute Rüstung auf jeden Fall. Und der Haarspalter Okay. macht. Der macht nicht ein bisschen Schaden, der macht 25 Schaden. Ja. Das finde ich lustig. 15% Schaden. Ist nicht so gut wie deine, oder? Ja, meine macht halt 19 bis 25, aber hat halt plus 21 Schaden Prozent und plus 20% Angriffsgeschwindigkeit, die ist halt das, was wahrscheinlich den Unterschied machen wird. Ja, wahrscheinlich. Ich würde hier vorne erst lang gehen, weil da hinten ist eigentlich sozusagen die letzte Ebene. Ja, ich weiß. Ich Ich will muss jetzt nicht gerade klug nur. scheißen, aber. Du kennst das Spiel halt. Ratten, Ratte. Oh Gott, 13 FPS, willst du mich bumsen? Das ist gerade ein bisschen ekelhaft. Das ist nicht geil. Super, ich verseuche die Ratte und sie ist tot. Und schon wieder. Hast du Schlafsand? Ach nee, das macht ein Albtraum. Du hast ihn ja wahrscheinlich schon recht hoch geskillt. Nein. Nein? Ich habe einen Punkt auf ihn. Oh, das ist richtig viel. Ja. Sorry, alter Gewohnheit von Freddy, dass ich immer erstmal alles schnell weglute, weil sonst bleibt nichts über. Jo, mir ist das egal. Kennst du es ja bei Minecraft noch, ne? Jo. Ja. Naja, bei Minecraft ist ja nicht so schlimm. Ich bin da eigentlich nicht ganz so. Müsste es eigentlich. Worauf? Das ist, ich muss da jetzt nicht unbedingt alles haben. Also, ich Du kann bist da ein auch sehr gerne. sozialer Spieler. Genau, sagen wir es mal so. Genau. Also wenn du unbedingt willst, kann ich auch mit dir auf den Server gehen und einfach aufnehmen, ne? Dass du dann halt auch Ja, mal gut, halbwegs geskillt wenn bist. du überhaupt nichts spielen kannst, ist das natürlich für dich auch nicht dein Doll, also. Ach, da mache ich dann eine Talkrunde zu. Oder ein Quickpart halt. Wenn dir nichts Ja. passiert, ist ja auch egal. Ja. Ich kann das Ding ja auf Ich würde 6 sowieso nur. Millionenfache Geschwindigkeit machen und Ich würde die einfach, um zu ärgern, einfach nur Quickparts machen. Nee, Quickparts, davon habe ich selbst nichts, weißt du? Ich weiß. Das macht keinen Spaß. Guck ich mir nicht mehr an. Ja, Also, eben. ich lasse Die lässt du im laufen. Hintergrund laufen, ich weiß. Ja. Obwohl, die Benny Hill Musik kann man sich anhören. Ich liebe die Benny Hill Musik, das ist so geil. Ich bräuchte davon echt nur mal einen von Kishi in Loop oder so. Ja, da oben geht's nicht weiter. Ja, da brauchst du noch nicht hingehen, Ich das ist weiß. der Eingang, okay. Guck mal, das ist unser neuer Freund. Professor Dr. 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 Der kratzt sich Steinequist. da am Kopf so. Ich glaube, dem juckt sein Auge. Ja. Warte, warte, ich helfe dir. Ach nee, scheiße, du hast die Schockwelle. Ich wollte ihm gerade mal Abhilfe schaffen mit dem Juckreiz, weißt Den Zyklopus vielleicht mal zu Augearzt.
Ich finde, ja, Auge, Arzt. Ich fände es auch extrem lustig, wenn man so die Steinstatuen, also die versteinerten Leute, einfach zerschießen könnte. Ja, das wäre. Eine Schockwelle rein und einfach macht's BÄM und alles platzt einfach nur. Das wäre ziemlich lustig. Hat mir ja schon die Gegner hier so. Ja, genau, bei deiner Schockwelle schon. Oh. Wie gesagt, das ist also so mein Tipp immer, sich auf 3, 4, 5 Sachen konzentrieren. Den Baum hochtreiben und halt. Weil der Baum hochtreiben gibt ja auch immer Intelligenz, Leben, ja. Energie. Halt jede Fähigkeit, jeder Baum anders. Aber trotzdem alle irgendwie so ähnlich, sag ich jetzt mal. Ja, ich sag mal so, jede Fähigkeit hat eigentlich irgendwie. Also jedes. Kannst du eigentlich jedes Mal das gleiche skillen, wenn man es weiß, was man skillen möchte. Deswegen kann ich dir da bei Jagd auch gerne noch einen Tipp geben. Bloß ich habe jetzt leider den Baum nicht vor Augen. Ich kann ihn dir gerne nächstes Mal vorher geben. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann mir den angucken. Ja. Ich finde bloß die CD-Hülle gerade nicht, wo das Buch drin ist. Das ist Mixlaus. Oh. Meins. Ja, man hört mein Klicken ja jedes Mal schon. Bam! Immer sofort in die Tasten reingehämmert. Ich brauche ganz dringend eine neue Maus, die fällt schon auseinander. Ja, die habe ich erst mir vor kurzem gegönnt. Welche hast du? Du brauchst mehr Energie. Razer Imperator. 2012 war die nicht ganz so teuer, weil bei einer. Bei Saturn, scheiß drauf. Aber es gibt natürlich auch noch andere Geschäfte wie Mediamarkt und. Die gehören eh zusammen, ist sowieso egal. Scheiße, stimmt. Gut, trotzdem mal Schleichwerbung gemacht, scheißegal. Vielleicht, wenn jetzt demnächst mal Kaufland nach Celle kommt. Was? Real geht weg. Du hast gerade keinen Ort gesagt, ne? Nein. Ich habe nur gesagt, Kaufland. Okay, jetzt wird's interessant. Moment, ich will nochmal kurz, was könnte man nochmal anmachen? Habe ich noch irgendwas, was angemacht werden muss? Warte kurz, ich gebe dir noch was. Ich gebe dir noch meine Hitzeschild. Oh ja, geil. Glühst du auch die Kronen weg. Oh, wir wissen ja gar nicht, was jetzt kommt. Doch, doch. Hast du ja noch nicht gespoilert oder so? Nein. Ich verseuch sie gleich mal, ne? Ja. Ich plätte sie schon mal. Ja, das Verseuchen ist ganz cool, dann sind immer alle Gegner verseucht. Erstes down. Alter! Jörg! Du bist zu stark. Ich saug natürlich Energie ab, ne? Ja, du bist ja noch härter überlevelt als Freddy. Du hast keine, ich meine, du gehst Platz da drauf. Mehr kannst du nicht, ja, die erste ist tot. Ja, die zweite ist tot. Sorry. Ja, die dritte ist tot. Einfach keine Klasse. Oh, drei blaue Sachen, was? What the fuck, cool. Was hast du? Weiß ich noch nicht, warte, ich schmeiß gerade Sachen weg. Theba, Wappenhelm, cool. Blutstein ist ein Dinges. Alter, der Helm ist ja mal hammergeil. Ich habe zwei Helme gekriegt, also eine Kapuze und einen Helm. Banditenkapuze oder was? Ja. Die ist auch ganz nice. Und Theben ist ja ein richtiges Set, wie geil. Ich weiß, ich hab das labyrinthische Schild und du hast das Theba-Helm. Du hast das Schild jetzt schon? Ja, das hatte ich letztes Mal schon. Letztes Mal gefunden. Da. Also ich habe nicht von Theba, ich habe labyrinthische Sachen. Kannst ruhig Theba tragen. Ach so, okay, ich dachte, du hast das. Was hatten die Banditen kaputt? Hat die mehr als 40 Rüstung? 45. Ja, 10% Durchschlagswiderstand, 10% Giftwiderstand, 22% Durchschlagsschaden, 55 Leben, 14 Angriffsagilität und 1 Plus auf alle Fähigkeiten der Gaunereimeisterschaft. Ja, also Freddy gewesen. Oh, kannst du mir ja mal geben. Blutstein ist, glaube ich, eine Kette, ne? Weiß ich nicht, müsste aber sein. Oh, habe ich eine Stärke mehr pro Sekunde. Ja, ein bisschen mehr Rüstung. Ja, na gut, Rüstung war gleich in dem Sinne, weil ich eine 40er Rüstung auf dem Kopf hatte mit 5 Rüstung plus. Also. Ja, okay. Aber also, du vertauchst keine blauen Sachen, ne? Blaue Sachen werden immer schön gelagert. Mache ich meistens so, ja. Ich hab keinen Platz mehr. Jetzt weißt du's. Also blaue Sachen werden. Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Ich werde diesen Fehler kein zweites Mal begehen. Oh, Alter, die Schnauze. Hast du von dem Terkine gehört? Hast du schon Achso, er ist ein großer Zauberer, der Bestien und Monster beschwören kann, damit sie rauben und zerstören. Ja, genau, geh einfach weg. Mitten im Satz geht sie weg. Komm, wir gehen erstmal in den Dingens. Parnas. Ich muss hier erstmal kurz. Du bist gelevelt, oder? Nein. Nein? Nein. Ganz einfach. Nein.
Mein Gepäck ist voll. Ja, meins auch. Das bin ich gerade verkaufen. Nein, dafür gehe ich jetzt in mein eigenes Portal. Ich voll Horst. Oh nein. Ich habe jetzt die Gorgonen-Sachen verkauft, scheiße. Ach, die sind scheiße. Ich wollte gerade sagen, gibt zwar da auch. Die sind ja richtig schlecht. Blaue Sachen von, aber die sind auch scheiße, also. Ah, geil. Ich habe jetzt fast. Also, ich habe jetzt nichts mehr als Normales. Doch, Armschienen und Beinschienen. Die sind noch nicht grün. Ach nee, ich habe den Blutstein aufgenommen, sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja noch, warum hast du mich gefragt, so. Wie viel ist. Ja. Ist der gut? Der wäre sicherlich was. Der hat 10% Durchschlagswiderstand, 14% Lebensentzugswiderstand, 12 bis 33 Lebensentzug für 3 Sekunden, 19 Sekunden Lebensentzug um 54% längere Dauer und plus 39 Leben. Also schon ziemlich heftig. Er wäre schon relativ heftig. Was wollte ich jetzt machen? Die beiden zusammenschmieden? Das ist ein Ring. Okay. Wenn du willst, leg ihn an. Ist mir egal. Nee, ich brauche ihn nicht. Ich habe meine energieentsorgenden Sachen. Und verkauf jetzt verdammt auch mal nicht die ganzen guten Sachen. Die blauen Sachen. Nee. Die hebe ich immer gerne auf. Mach ich auch. Die kommen immer schön in den Stauraum. Man hat ja genug. Genau. Lager tief und breit. Ja, den Blutstein, den könntest du vielleicht brauchen. Ja, könnte sein. Ich nehme jetzt hier schon mal die anderen Sachen noch auf. Und ja. Mist, die machen Leben plus. Mir einer bei Skype geschrieben. Wahrscheinlich wieder mal Leute, die nicht wissen, wie man Krieg führt. Ja, wir müssen darüber erst ja noch nachdenken. Das ist schon nicht so einfach, wie es einfach ist. Nee. Ich sag dir das. Das ist schon kompliziert, einen Krieg zu führen. Ja. Keine Grüße an dieser Stelle? Nein. Wir sind richtig nett auf jeden Fall. Bist du jetzt schon wieder da, nee, oder? Was machst du? Ich war gerade in Delphi. Ja, ich war gerade am Stauraum. Ich drücke mal E fürs Inventar wegen Minecraft. Oh, das ist doch scheiße. Ja, denke ich auch und hab dann immer keinen Energietrank mehr. Ja, genau. Jedes Mal mache ich das. Und irgendwann sehe ich so, oh, meine Energietränke sind leer. Scheiße. Ich muss das Mikrofon mal kurz anders drehen. Oh ja. Ich habe mich gerade anders hingesetzt. Sie hat noch was zu reden, ich rede nochmal mit ihr. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe Dinge zu erledigen. Nein, sie hat Dinge zu erledigen. Also sie will wahrscheinlich, was? Hier, da liegt der Blutstein. Achso, danke. Alter. Alter, ist das Ding geil, ey. Welchen lege ich dafür weg, 11 Stärke? Ich bin immer so ein Typ, der seine Stärke und alles durch Ringe und sowas hat. Das ist eigentlich auch nicht gut, ne? Naja, gut, in deinen... Was hattest du jetzt? Naturjagd. Ich glaube, da kriegst du auch durch den, durch die Bäume erhöhen auch nirgendwo Stärke. Vielleicht höchstens bei Jagd. Ich glaube auch nicht mehr bei Jagd. Aber in Natur kriegst du Intelligenz. Das weiß ja, ich. Ja, und bei Ding ist wahrscheinlich Geschicklichkeit. Kurz nachgucken. Natur ist Intelligenz und Geschicklichkeit. Und Jagd ist Stärke und Geschicklichkeit. Ja, bei mir ist halt Traum halt aber Stärke. Halt auch wirklich fast keine Stärke. Stärke, Intelligenz und bei Erde ist es Geschicklichkeit und Intelligenz. Und halt überall Leben und Energie noch dazu. Oh, lag. Intelligenz ist irgendwie in den meisten Dingen drin, auch nicht. Ja. Ganz, ich habe noch nie Magier gespielt. Ich habe auch noch nie so richtig auf Intelligenz gespielt. Ich hatte noch nie Intelligenz-Sachen an. Ja, es ist halt immer so eine Sache, wo man halt einfach schlechte Rüstung hat, ne? Aber es ist halt eigentlich Distanzkämpfer noch, ne? Ja, das geht halt nicht nur, wenn du mit 6 Leuten spielst oder so. Mit Stab, ja gut, das geht schon so. Normal geht es vielleicht noch. Wenn du einen Begleiter hast hier bei Geist, was ja denn eigentlich deine Fähigkeit sein sollte, mindestens. Ja, und Geist hast du ja schon den geilsten Begleiter der Welt, Alter. Dieses riesige Monster, das ist ja, so gut. Geil. Der bleibt ja leider nur kurze Zeit, aber du hast auch noch einen kleinen. Ja, ich weiß, ich hatte die Klasse mal gespielt. Ja. Ich sage, ich habe auch einen Stabfuzzi auf Level 50, der ist gar nicht so schlecht, aber. Stäbe machen auch irgendwie nicht so überzeugend viel Schaden. Mm.
Ja, gut, aber du kannst ja da den Dreierschuss und sowas dazu nehmen. Das geht schon. Ich bin jetzt gerade Level 16 gekommen. Läuft bei dir, Kay? Mhm. Karte ist sicher. Werde ich erstmal kurz skillen. Mach das. Wir haben auch noch 5 Minuten. Jetzt habe ich Waffenwechsel gemacht. Nein! Auch so Bogen arbeite ich überhaupt nicht mit. Ja, gut. Wie gesagt, das ist. Also, ich sag dir ganz ehrlich, mit der Jagd. Bei Jagd der Fähigkeit mit Bogenschießen da, dass du das bis zu 3 Geschosse und durch Gegner durchschießt, das ist nachher Zeit, wenn du das voll aufskillst, ist das schon richtig immer. Ja. Aber gut, wenn das halt einfach nicht dein Stil ist, dann lässt es. Ah, nicht so wirklich. Oh Gott, die Sachen schlecht, ey. So. Oh. Elf Stärke, den habe ich gerade abgelegt. Ach, ich habe die blaue Axt nicht ins Übergabereich gepackt. Shit. Leider gibt es hier keine Schriftrolle des Kriegsliedes, was du eigentlich nochmal bräuchtest. Ja. Das ist schade. Aber Hauptsache Eisenhower da. Was brauche ich noch für einen? Kriegsliedes. Achso. Jetzt habe ich. Oh Mann! Möge Hermes dich begleiten! Ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen Erdschuss, weil sonst haben wir wieder dieses Problem mit dem erkundeten Land, was wir nochmal erkunden müssen. Das mag ich nicht. Ja. Ich stelle mich hier auf die Brücke, begrüße mal die netten Leute von gegenüber. Ach, man kann nicht auf die Brücke, danke. Wollen wir kurz nochmal rüber zum Zyklopen? Nee. Kann ja nicht. Nee, die Brücke ist ja leider kaputt, die reparieren sie auch nie. Ja. Dieser blöde Zyklop. Vor allem. Was? Man kann da nicht einfach durch. Nein, nein, nein. Nein, 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 das ist ganz schön tief. Und guck mal die Strömung an, das Wasser fließt. Ernsthaft, das Wasser fließt. Also ich weiß nicht, ich glaube, man würde da so am Anfang der Brücke reintippen, man wäre auf einmal 6 Kilometer weiter unten. Mein Albtraum kann auch nicht drüben ans Land schwimmen, fliegen, das geht nicht. Nee, kann das nicht. Der Dicke kann auch nicht mit dem Kopf da rausgucken. Ist wahrscheinlich so schwer, dass er überhaupt nicht bewegt wird. Was ist denn überhaupt nützlich zum Entlassen? Ja, jetzt rollt er da rein. Alter! Ich wusste noch gar nicht, dass man die umbringen kann. Doch, begleiten lassen. Ich wusste nicht, dass sie dann sterben. Ich will mal sehen, was da mit dem Wolf passiert. Und ich will den Wolf nicht töten. Ich könnte dich auch ausschließen. Der Wolf! Ich guck mich dich gerade mal an. Oh, du hast 2 Punkte übrigens. Noch zu vergeben. Ödipus-Rüstung, Alter. Du hast auch schon nur noch blaue Sachen, oder? So, ziemlich. Ja, das Schild ist geil. Ich dachte gerade, ich könnte deine Sachen skillen. Das wäre lustig gewesen. Haha, lustig, haha. Vor allem bei mir habe ich gar keine Punkte mehr, egal. Du hast bei mir 2 Punkte. Naja, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Der Schild ist geil. Oder rein, Leute. Tschüss. Tschüss.